Das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen ist ein archäologisches Freilichtmuseum in Oerlinghausen im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe in Deutschland. Das Museum wurde 1936 von Hans Reinhold an dem zwischen der Senne und dem Teutoburger Wald liegenden bewaldeten Barkhauser Berg als Germanengehöft gegründet. Es wird von einem Verein betrieben, der von der Stadt Oerlinghausen und dem Landesverband Lippe unterstützt wird. Ausstellungsbereiche. Auf einer Fläche von etwa 1,5 Hektar werden nach archäologischen Befunden rekonstruierte Anlagen menschlichen Lebens und Wohnens von der Altsteinzeit bis zum Frühmittelalter gezeigt. Zu den Rekonstruktionen gehören unter anderem Lagerplätze eiszeitlicher Rentierjäger um 10.000 vor Christus, steinzeitliche Bronze zeitliche und eisenzeitliche Wohnstallhäuser. Das Prunkstück des Museums ist die Rekonstruktion eines sächsischen Langhauses nachbefunden aus dem 7. Jahrhundert nach Christus, das 2008 fertiggestellt wurde. Einige der zum Teil schon vor mehreren Jahrzehnten rekonstruierten Gebäude entsprechen aufgrund ihres Alters nicht mehr dem aktuellen Forschungsstand. Bei Umbaumaßnahmen und Neubauten wurden jedoch immer wieder die aktuellen Forschungsergebnisse genutzt, um das Aussehen der Gebäude dem aktuelleren Wissensstand anzugleichen. Einige der Gebäude haben ihre, von der Altertumswissenschaft angenommene, Lebensdauer bereits lange überschritten und deuten an, dass die Nutzungszeiten prähistorischer Gebäude länger sein könnte als bisher angenommen. Seit 1986 ist das Museum bestrebt, in den einzelnen Zeitabschnitten auch die typische natürliche Vegetation und entsprechende Nutzpflanzen anzubauen. Eine kleine Attraktion sind die Rückzüchtungen mittelalterlicher Weideschweine, die in den historischen Bedingungen angepassten Gehegen gehalten werden. Geschichte. Das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen geht zurück auf ein Germanengehöft, das nach dem Fund des Teils einer Siedlung aus der Zeit um Christi Geburt durch Hermann Diekmann 1932 entstand. Zur 900-Jahr-Feier der Stadt 1936 sollte die Siedlung wieder aufgebaut werden. Als wissenschaftlicher Leiter der Einrichtung konnte 1936 Hans Reinhold gewonnen werden. Die Wiederherstellung des Gehöfts bestehend aus Wohnhaus und wandlosem Dachhaus, das als Schmiede- und Töpferwerkstatt diente, wurde durch Christian Mohr übernommen. Die Anlage wurde 1946 durch die örtlichen Instanzen abgerissen. 1961 wurde der Wiederaufbau durch dieselben Akteure möglich. Das Gehöft war nun als Ich-Eruska-Gehöft bekannt, was auf die Beschäftigung des Hauses mit den Germanen verweist. Nun wurden 8 anstelle von 2 Gebäuden errichtet. Ein Herrenhaus, ein Altenteilhaus, ein Gästehaus, eine Werkstatt mit Töpferei und Schmiede, ein Webhaus und eine Hirtenhütte sowie ein Kuh- und ein Ziegenstall. Diese Rekonstruktion war nicht durch archäologische Funde belegt und orientierte sich an dem Bild des deutschen Bauern aus dem 19. Jahrhundert. 1974 brannte das Ich-Eruska-Gehöft nieder. Das Museum wurde anschließend bis 1979 wieder errichtet. Es führt sich auf den Beginn 1936 zurück und ist somit das älteste Freilichtmuseum in Deutschland, welches sich mit der Geschichte der Germanen auseinandersetzt. Verein, Träger des Museums ist der Verein Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen e.V. Er wird finanziell im Umfang von jährlich 190.000 Euro von der Stadt Oerlinghausen und dem Landesverband Lippe unterstützt. Der Landesverband Lippe kündigte den Kooperationsverband zum Ende des Jahres 2014 mit dem Ziel der Reduzierung seines Zuschusses. Leitung: Der Leiter des Museums, Karl Banghardt Junior, ist Sohn des Heimatforschers und Journalisten Karl Banghardt Senior aus Flehingen. Banghardt engagierte sich öffentlichkeitswirksam im Umfeld der Streits um die Reenactment-Gruppe Ulfettner. 2007 wurde erhebliche Kritik am häufigen Engagement der Gruppe durch archäologische Museen und Institutionen laut, unter anderem wegen übertriebener und ahistorischer Wolfsangel- und Hakenkreuzdarstellungen und eines so transportierten verzerrten Geschichtsbildes. Banghardt trug zu dem Vorfall unter dem etwas ironischen Titel unter dem Häkelkreuz bei und thematisierte dies zudem bei Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen.
Laut Banghardt suchen die meisten Besucher im Museum nicht unbedingt fachliche Informationen. Eine mögliche Motivation, ein Museum zu besuchen, bestünde einem Feature des Deutschlandradios zufolge auch in Gegenweltbedürfnissen, motiviert aus einer Mischung aus Esoterik und Interesse an einer mythischen Vorzeit. Banghardt zufolge seien Freilichtmuseen Dienstleister auf dem Bildungs- und Unterhaltungsmarkt, die sich selbst finanzieren müssten. Es ginge ihm bei der Museumsarbeit um den Alltag und die Umwelt der Menschen und auch darum aufzuzeigen, wie Identitäten zusammengezimmert würden. Seit Anfang Oktober 2013 ist Karl Banghardt für einen Forschungsauftrag freigestellt und entwickelt ein neues Konzept für das archäologische Freilichtmuseum. Bis zu dessen Abschluss wird Roland Pardekoopper als Stellvertreter die tägliche Leitung des Museums wahrnehmen. Angebote, schwerpunktmäßig ausgerichtet ist das Angebot des Museums auf Kinder und Jugendliche. Entsprechende museumspädagogische Erlebnis- und Aktionsbetreuungen werden angeboten. Für Erwachsene werden vielfältige historische Informationen bereitgehalten. Bekannt ist das AFM Oerlinghausen auch für sein umfangreiches Seminarprogramm, zum Beispiel zu den Themen, Bogenbau oder Färben mit Pflanzenfarben und durch verschiedene Veranstaltungen wie die Steinzeittage, Franken und Sachsen, Römer und Germanen oder die Wikinger kommen.